Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute zeigen, wie man ganz süße kleine Häschen macht. Genau. Und zwar habe ich von meiner lieben Nichte, also die Kinder von meinem Onkel und meiner Tante, das sind die Nichten, oder? habe ich diesen total süßen Hasen bekommen und das war, glaube ich, schon letztes oder vorletztes Jahr und habe mir gedacht, ich muss fragen, wie das funktioniert, beziehungsweise ich möchte gerne einen haben, dass ich euch das weitergeben kann. Denn das ist eine ganz, ganz süße Idee für eine schnelle Deko. Ihr könnt es natürlich auch als Tischdeko an Ostern schnell basteln. Also das ist gar nicht groß und groß aufwendig. Ihr braucht auch nicht viel dafür. Oder ihr macht euch da auch gerne vielleicht ein Löchchen rein und hängt es dann vielleicht an einen schönen Ast, an einen schönen Zweig und könnt es in eine schöne Vase stellen. Genau. Oder ihr möchtet einfach was Schnelles, Einfaches basteln mit Enkelkindern oder Kindern. Und dann ist es einfach eine super Idee und eine super Möglichkeit. Und genau, da können die Kleinen auf jeden Fall auch schon mitmachen. Und ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Häschen vorbereitet. Das ist der von meiner Nichte. Und die anderen drei habe ich jetzt einfach mal so probehalber getestet. Den habe ich ein bisschen anders gemacht. Das sind die Ohren also andersrum. Aber ich zeige es euch einfach so, wie die Original Vorlage ist. Und wir legen jetzt gleich mal los, weil ihr braucht nicht viel und es geht total schnell. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ihr braucht noch nicht mal einen Kleber, ist einfach ein schwarzer Marker. Wenn ihr habt, ein Falzbein, ansonsten geht es auch ohne. Und ein Stück Papier, Designerpapier wäre gut, weil es schön dünn ist. Und es wäre gut, wenn ihr das aus einem dünnen Papier macht, dann tut ihr euch einfach mit dem Falten leichter. Weil ihr seht schon, also das wird dann an ein paar Stellen ein bisschen dicker und das eben so ein dünnes Papier perfekt geeignet. Ich habe jetzt hier einfach ein Designerpapier genommen. Also es ist total egal, was ihr nehmt. Macht es gerne auch bunt, wenn ihr mit Kindern bastelt oder eben auch ein bisschen neutraler, wie jetzt da bei mir. Aber ich habe mir gedacht, fürs Video machen wir es jetzt schön bunt. Und dann legen wir jetzt einfach mal los. Die Farbe, die ich außen haben will oder das Muster, das ich außen haben will, das falze ich jetzt einfach mal außen hin. Das heißt, ich falze zuerst mal von einer Ecke, von dieser Ecke in die andere, dass ich so ein Dreieck habe. Und falze mir das einmal mit dem Falzbein nach. Und das, was jetzt hier außen liegt, diese grünen, also diese helleren Punkte, eigentlich auch grün auf grün, die Punkte werden dann meine Frontseite von meinem Häschen werden. Also hier sieht man diese Blüten und das wird dann nachher unser Punktepapier sein. Wenn ihr es anders wollt, dann müsst ihr es einfach andersrum falzen. Genau, also erster Schritt einfach so nach oben falzen und dann falzt ihr euch gleich noch die untere Kante einfach so Pi mal Daumen, ich sag mal 1,5 cm oder so nochmal nach oben. Und dann habt ihr wie so ein kleines Schiffchen. Ich kann es euch gerne mal ausmessen. Aber das mache ich total nach Augenmaß. Also es sind jetzt tatsächlich genau 2 cm, aber das ist wirklich egal. Das macht ihr, wie es euch unter die Finger kommt. Und jetzt mache ich so, dass ich mir diese eine Seite einmal komplett auf die andere Seite rüberlege, dass das hier schön gerade wird, dass ich mir hier diese Mittel Falzlinie schön nachfalzen kann, dass ich weiß, wo ist meine Mitte von dem Häschenkopf. Das falze ich mir jetzt nicht ganz so stark nach wie den Rest, aber schon so ein bisschen, dass ich weiß, wo ist meine Mitte. Und dann mache ich mir das so auf, dass ich mir dieses Öhrchen, das hier schon an der Seite liegt, also das und das werden ja nachher unsere Öhrchen, dass ich mir das nach oben falze und zwar direkt an meiner vorgefalzten Falzlinie. So. Da muss man jetzt ein bisschen stärker nachfalzen. Zeige ich das jetzt auch mal nah. Also das liegt jetzt hier genau bündig auf und geht bis hier oben. So sieht das Ohr jetzt aus. Und das mache ich mit der anderen Seite genauso. Also wieder diese äußere Seite, diese Spitze nach oben. Und zwar so, dass es hier schön bündig anliegt. Und auch hier wieder ruhig ein bisschen öfter nachfalzen, damit das schön flach wird. Seht ihr, so sieht das Ganze jetzt aus. Also relativ ordentlich. Ich meine, wenn ihr das mit Kindern macht, dann ist das ja auch kein Ding, wenn das ein bisschen ein paar Knicke hat oder ein bisschen übersteht. Bei diesem Hasen ist es auch bei mir so gewesen, da habe ich ein bisschen den Überstand gehabt, aber das macht überhaupt nichts. Das schaut dann im Endeffekt auch total süß aus. Okay, und jetzt ist unser Häschen schon fertig. Und jetzt drehe ich mir das einmal um und kann mir das hier unten noch einmal so nachknicken. Also das mache ich jetzt auch nach Augenmaß. Also
Ich zeige es euch nochmal ganz kurz in dem Schritt. Ihr habt ja jetzt diese Falzlinie in der Mitte offen quasi und ihr dreht euch das einmal um, sodass ihr jetzt vorne keine Falzlinie mehr habt. Und dann knickt ihr euch einfach diese untere Ecke so ein bisschen nach oben. Also das sind dann vielleicht auch, ich messe es euch gleich aus, aber vielleicht so ein Zentimeter oder 1,5 Zentimeter. Ich guck mal. Ach, doch ein bisschen mehr, sag mal 2,5 cm, aber wie gesagt, das sind alles nur Angaben, an die müsst ihr euch überhaupt nicht halten. Macht es einfach nach Gefühl. Einfach da unten so eine kleine Ecke wegmachen. Und ihr seht schon, hier oben sind jetzt die Öhrchen auch ein bisschen auseinandergegangen. Das schaut dann total süß aus, dass das dann nicht mehr so ganz nah zusammensteht. Und jetzt als letzten Schritt könnt ihr euch noch diesen oberen Teil einfach noch ein bisschen nach unten knicken. Mache ich auch nach Gefühl von der Höhe. Und es sind dann gemessen ungefähr 1,5 bis 2 cm. Und dann habt ihr hier so ein Hasengesicht. Genau, so sieht das Ganze dann aus. Wenn ihr das jetzt natürlich fixieren wollt, könnt ihr das natürlich auch festkleben. Also das ist auch kein Problem. Könnt ihr natürlich diesen unteren Bereich da auch hinkleben. Oder ihr lasst es einfach so. Ich habe es jetzt bei allen so gelassen. Dann könnte man das auch so ein bisschen, wenn ihr das seht, das steht so von alleine. Kann man das ganz süß als Tischdeko hinnehmen und dann einfach an den Platz hinstellen. Eine Serviette drunter, Teller drauf und dann hätte man da eine süße Deko. Deswegen klebe ich da gar nichts, ich lasse das einfach so. Und der letzte Schritt ist einfach mit einem Marker. Ich habe jetzt hier die Step and Write Marker in schwarz und male jetzt einfach mit der dicken Seite da Augen, Nase und Öhrchen drauf. Da könnt ihr einfach nehmen, was ihr habt. Filzstifte hat ja jeder zu Hause. Okay, das wären jetzt ziemlich große Augen. Noch ein paar Wimperchen hin. Eine große Hasennase. Und ein süßes Lachgesicht. Und schon ist euer Häschen fertig. Ihr könnt dann hier noch die zwei Öhrchen verstärken oder noch mal ein bisschen markieren. Müsst ihr nicht machen, aber sieht auch ganz süß aus. Und schon habt ihr einen total süßen kleinen Osterhasen, den man, wie gesagt, total süß als kleine Tischdeko hinstellen kann. Oder wenn ihr Löcher reinmacht und einen Faden durchbindet, ihr könnt hier vorne zum Beispiel ein kleines Loch mit einer Nadel durchstechen, Faden drumherum aufhängen und dann an einen Ast hinhängen, in eine schöne Vase rein und schon habt ihr eine süße kleine Osterdeko. Macht die Hasen ruhig bunt, also das macht die Sache total süß. Also da muss ja nicht alles so Hasen echt farbig sein, sondern das kann ja ruhig auch bunt sein. Und deswegen seht ihr, so habt ihr echt eine ganz süße Tischdeko, die da auch ganz süß steht. Genau. Ja, ihr Lieben, also das war es jetzt auch schon von mir. Ich versuche mal meine Hasen ein bisschen in Form zu kriegen, dass ihr das auch irgendwie schön seht. Ich hoffe, so passt das für euch als Bild. Und ich wünsche euch da ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Da freue ich mich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Magdalena und bei der Elisabeth für dieses süße kleine Häschen und für die Anleitung oder die Idee dazu zu dem Ganzen und wie das dann funktioniert. Ich habe einfach alles auseinandergefalzt und dann wieder zusammengefalzt, damit ich weiß, wie das Ganze funktioniert. Und ja, wollte euch das unbedingt weitergeben. Vielleicht ist das ja eine gute Idee für euch. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Kreativiert was Neues und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss!